auch nichts Cherrican-mäßig nee, spawnen. Nee. Du kannst höchstens gucken, was das für ein Typ war, der da verblutet ist. Na okay, ich versuch's jetzt. Wir gehen jetzt halt auf Risiko, aber ich meine, wenn wir ein Heli haben, müssen wir auf Risiko spielen, weil da kannst du nirgendwo sicher sein. Dann versucht jeder dich zu töten, weil du einfach der Geilste bist. Alter, wenn wir den Heli zum Fliegen kriegen, ne? Wir sind die Größten. Und vor allem, wir überleben so lange, weil wenn wir hoch genug fliegen, kann uns einfach keiner was. Und wenn ich dann auch noch zwei coole Typen haben, die links und rechts an MGs hocken und alles abknallen, was uns irgendwie angreift. Da rennt was. Wo? Zombies rennen. Hinter dem Menschen her. Siehst du den Menschen? Der ist am Tower ein Stückchen rechts. Auf dem grünen Seitenstreifen aber. Nee, der ist zu weit weg. Den musst du sehen. Den musst du sehen. Ich seh was. Komm zurück. Ja, aber der läuft genau auf unseren Heli zu. Ich gehe ans MG. Siehst du mich hinter diesem Busch jetzt? Ich hocke jetzt gleich. Jetzt. Siehst du mich? Ich steig aus dem Heli. Siehst du mich denn? Ja. Okay, gut. Dann Zero mal auf, ich sag mal, 300, 400. Wie mach ich das denn? Wie Zero? Ich hab keinen Tag gefunden. Bild hoch, Bild runter. Lol, der duckt sich und guckt. Das sind, wie viele Leute sind das? Zwei Menschen. Lol. Zwei Menschen. Ich versuch's einfach, oder soll ich? Ey, komm zum MG, setz dich ans MG ran. Das hat keinen Sinn. Die haben eine Lee Enfield oder so. Das hat keinen Sinn. Ja, das schaffen wir nicht. Ey, also die kriegen bestimmt schon Schiss, wenn ich mit dem Weg schieße hier. Schießt du? Ja. Ich schieße auch, sobald ich hier. Nicht auf mich, ja? Ja. Oh, ey, du hast einen! Echt? Ja! Der ist down, der andere liegt. Aber geil. Warte, hier hinten müssen irgendwo. Ich schieß bloß auf kleine. Ey, das sind bei mir keine. Einer liegt in dem Busch. Schon. Ja, einer liegt da in dem Busch. Bei dem Zombie, in der Nähe vom Zombie. Der Zombie geht aber an den Falschen. Ich rücke vor, ja? Vielleicht habe ich aber auch bloß das, was ich hingelegt. Nein, der eine ist gestorben. Ich habe gesehen, wie er blutet und auf einmal fällt. Ey, ja, mal geil. Vielleicht hat sich der andere ausgelockt. Warte. Ja, die Waffe macht halt übel Schaden. Ich glaube, der andere liegt oder hockt hinter dem Busch. Aber ich gehe näher ran. Ich glaube, wir haben von hier so gut wie keine Deckung geben, ne? Es ist irgendwas vollkommen egal. Wir versuchen auf dem Airfield. Oh, ich lauf gerade an diesem am Tower lang. Der liegt da noch. Immer noch ein Tank, aber ich weiß nicht, ob er lebt. Warte. Töt ihn. Schieß. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob er lebt. Ja, er lebt. Töte ihn. Tot? Nein. Oh mein Gott. Bin ein Badass. Eine Toolbox. Immerhin. Oh. Alter, 45. Hier ist noch was. Warte eine Sekunde, nicht schießen. Ich laufe jetzt genau zu denen hin. Eine Axt, sehr gut. Der hat eine DMR? Oh mit 4 Magazinen! Nimm sie! Hab ich. Alter, meine. Ich hab den von hier, aber geil. Sehr gut gemacht. Du bist der Beste. Wir haben ein Problem. Ich glaube, hier gibt's keinen Teil. Der andere hat eine AK-Cobra. Warte, hier? Scheiße. Und Essen. Haben die Rucksäcke? Wie viele Magazine hat er bei? Lol, wie viele waren denn da? Zwei. Zwei tot? Ja, du hast beide erwischt? Oder hab ich den anderen vielleicht auch? Keine Ahnung. Alter, wieso kann ich die Toolbox nicht? Doch, jetzt kann ich. Wie viele Magazine hat er bei für die? Für was? Für die AK-Cobra-Dings? Fünf. Und ich hab dem anderen eben zwei hingelegt. Ja, natürlich. Ich guck mal, ob der andere einen Rucksack hat. Die haben beide keine Rucksäcke, verdammt. Ich will den, kommst du erst zurück, ich will den Heli nicht alleine lassen. Was soll denn jetzt noch passieren? Na super! Ja, man weiß nie, immer kommt irgendeiner aus dem Busch gesprungen. Ey, der hat vier volle Magazine gehabt für die DMR. Und vor allem, der hat es nicht geschafft, uns abzuknallen. Ich glaube, das ist der, den du zuerst getötet hast. Ich steig jetzt aus. Alter, ich lass den Heli ungern alleine. Naja, ich komm zu dir zurück. Ich glaube, die haben uns nicht gesehen, wir sind aber auch richtig unauffällig eigentlich. Alter! Ja, das beste Vehicle. Hast du die Magazine da gelassen? Die. Ja, ich kann ja gar nicht. Ich hab ja nicht keinen Platz mehr, ne? Ich hab jetzt 4 DMR und das ist alles komplett voll jetzt, mein Inventar. Ach stimmt, du hast ja DMR jetzt. Also du hast 5 im einen und 2 im anderen und zweimal eine AK-Cobra in den beiden Leichen jeweils. Leute, oben kann was drauf spawnen. Alex, Alter, bitte halt dich nicht zu lange auf und hol irgendwas, was irgendwie tankmäßig. Hier nix. Dann lauf, Alex, wie weit ist es für dich nach Boje? Boje. Es tut mir leid, das ist. Da habe ich 3 oder 4 an der Tankstelle rumstehen sehen. 3 Kilometer sind das. Lol, wo liegen die Typen? Muss ich die Straße überqueren? Nein, die sind an der. Wenn du die rechte Straße langläufst quasi. Genau da.
Direkt am Rand. Die laufen genau. Ja, die sitzen genau da. Boah. Ey, ich könnte Avionics repairen. Ich weiß noch nicht, was ich dafür brauche. Wahrscheinlich Scrap Metal oder irgendwas. Ach da, Leute. Yo, ich brauch Scrap Metal. Ey, wir brauchen nur Scrap Metal, dann sind sogar die Instrumente wieder okay. Ja, Cherokee. Voll? Ja. Gut. Sehr gut, Alex. Ein Shuriken gefunden. Nimm sie. Aber behalt die Leere auch. Diese riesigen Silos da hinter dem Tower? Ehrlich gesagt, nein, aber ich snipe mal hin. Vorsicht, bitte. Ja, ich schieß nicht hin. Ja, ich sehe die riesigen Silos. Und? Ja, und da oben drauf kann so Zeug spawnen. Bist du da oben drauf? Ich kletter gerade auf eine hoch. Okay, da sind mindestens drei. Die zweite von rechts, glaube ich, oder die zweite. Boah, habe ich das vermisst, mit dem Sniper-Visier rumzuspielen. So reinzoomen, rauszoomen. Da sind sogar zwei drauf. Nimm sie, Junge. Ey, ich habe das Gefühl, das wird ein verdammt geiler Flug gleich. Alter, erst die Typen abklären und dann im Heli abhauen. Ey, das ist hammerfett. Siehst du mich? Ey, hast du jetzt die Typen gefunden? Ich muss mich sehen. Ja, habe ich. Sehr gut. Okay, was wegwerfen. Irgendwas scheiß wegwerfen. Ey, das hast du richtig gut gemacht. Aber ich sag mal, der hätte mit der Sniper, so wie ich dich jetzt töten könnte, hätte der uns mit, ich sag mal, der Sniper einen Schuss pro Person. Warum kommen die überhaupt so nah ran? Der hat doch einfach den Heli suchen müssen. Die haben den Heli nicht gesehen. Du siehst den Heli doch auch richtig schlecht bis hier, oder? Weil das dahinter auch alles Wiese ist. Stimmt. Siehst, sogar Alex hatte nicht gesehen, als wir an den Hangars gestanden haben. Ich habe den ja erst gesehen, als wir hier langgelaufen sind. Der ist schlecht zu sehen, wo er steht. Das ist super für uns. Also, wir haben eine gute Position im Moment. Und ich kann jetzt auch die meisten Richtungen relativ weit abdecken. Also bis zum Tower könnte ich auf jeden Fall fast alles oder alles treffen. So hinter euch halt decken. Ja, hinter uns ist natürlich jetzt das Problem, weil da können sie von zig Seiten kommen. Irgendwie von den Bergen runter, von den Hangars, von dem Turm, da jemand könnte snipen, ja, von dem Hotel. Ja, aber wenn, dann müssen sie Sniper haben, weil... Okay. Ey, du weißt, dass du sogar mit der AKM eine Range von 800 Meter hast? Ja gut, aber treffen musst du trotzdem erstmal. Nö, klar. Aber wenn du auf 800 Meter zeroest, musst du nur dahin schießen, wo du auch zielen willst. Also treffen willst. LOL! Was? Ich hab grad einen Bug gehabt. Was? Du lebst und... Meine Cherokee, die leer war, die ich weggeworfen habe, ist auf einmal voll. Sehr gut. Alex, komm her. Das heißt, wir haben drei. Komm jetzt her, sofort, Alex. Sofort. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, Zeit zu verschwenden. Du kannst aber auch fliegen. Warte, ich nehme noch die dritte Cherokee. Ich bin schon so oft geflogen in Arma und in DayZ und überall. Ich kann fliegen. Also ich bin jetzt nicht der allerbeste Pilot, aber mit Autohover schaffe ich es auf jeden Fall. Weil Autohover ist, dass der Heli sich automatisch stabilisiert und dann in der Luft... Autohover kannst du nicht so schnell fliegen, ne? Nee, ich kann den ausmachen. Ja, nee, nur zum Starten und Landen. Ach so, also zum Starten eigentlich auch nicht, aber... Es ist so einfach. Sorry, Ethikus, mein Rechner ist abgeschmiert, aber nein, hab's nicht überlebt und bin Wilderness. Und bin Wilderness. Tja, Robbe 0602. Das tut mir sehr leid. Du bist gerade in der Aufnahme und bist gefailed. Oder hast gefailt. Alex, ich sehe da hinten ein Tier oder einen Zombie oder... Ach, das ist ein Huhn knapp über dem Boden. Ich dachte, da schwimmt was. Ja, auf dem Boden. Was ist ein Huhn? Das schwimmt. Ja, es gibt manchmal, dass Leute oder sowas im Boden schwimmen. Hast du nicht gesehen? Das passiert manchmal. Alex, wo genau bist du und von wo kommst du? Siehst du die Silos? Ja, ich sehe, aber da sind so viele, Alex. Die sind über den ganzen Bildschirm bei mir quasi. Und auf einem drauf. Auf einem drauf? Ja, da oben gibt's Cherokees. Alter, wenn sie. Aber Alex, du hast drei. Meinst du nicht, du willst sie uns vielleicht erstmal geben? Ich muss gerade die dritte aufnehmen. Ja, die sind selten. Die sind verdammt nochmal selten. Da kann ich richtig froh sein, dass ich so früh schon ein LS-Pack gefunden habe. Aber richtig. Kein Blätter down. Okay, ich komm wieder runter. Ich komm zu euch, Leute. Jo. Bitte nicht. Wieso repariert sich der Reparier-Ural nicht? Es gibt einen Reparier-Ural? Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, dass es den hier gibt, aber an sich gibt's einen, der Fahrzeuge reparieren kann. Es gibt sogar. Es gibt auch Fahrzeuge, die andere Fahrzeuge auftanken können, zum Beispiel. Das wusste ich. Aber die müsstest du halt erstmal finden. Ich sehe dich. Schieß nicht, lauf. Hast du jetzt alle 7 Magazine genommen? Ich habe jetzt 6, glaube ich, nur dabei. Okay, gut. Alex, dann musst du deine. Okay, Alex, dann musst du deine Waffe leider behalten. Es tut mir leid, dann hat er jetzt die AK und alle Magazine genommen. Ich will hier weg. Ich will auch, dass du da weg bist. Warte, ich zero nochmal. Ey, ich kann hier nicht zeroen. Kannst du zeroen, Zeto? Also Fabi? Nee, also mit dem MG nicht, Bild. Nee. Nein, ich meine, nimm mal deine AKM. Damit konntest du eigentlich mit Bild hoch, Bild runter zeroen. Achso, Alex, du kannst eine AKM holen. Mit wie viel Magazin? 5, 6? Nicht vielleicht mal, oder? Alex, läufst du gerade... Ach, das bist du. Ich lauf gerade jetzt auf dem... Ey, du bist eben die ganze Zeit gerade ausgelaufen, auf einmal läufst du so von rechts nach links. Ich dachte, das wäre vielleicht jemand anders, aber das bist du. Ja, weil da ein Zaun war. Wo ja, okay, den habe ich nicht gesehen. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, hier, geradeaus. Ja, geradeaus. Ja, also, ich weiß... Alter, wie du genau vor mir stehst.
Alter, ich habe eben nach rechts gezoomt, auf einmal direkt dein wirklich exakt dein ganzer Kopf vor mir. Nur dein Kopf. Einfach nur dein Kopf. Bin ich überhaupt schwarz gerade? Immer. Alter. Das ändert sich auch nicht. Das ist ja so, wie du es eingestellt hast. Also mit den drei Dings. Schaffen wir es zur nächsten Tankstelle. Okay. Also ich könnte Boje Tankstelle versuchen, aber da ist vorhin der Wodnik rumgefahren. Wir wären eiskalt an dem Heli vorbeigelaufen. Ja, aber da ist doch der Wodnik vorbeigefahren, da will ich nicht hin. Wo ist denn der andere Tankstelle irgendwie bei uns in der Nähe? Nicht. Leute hat einer Helikopter-Doppelpunkt D markiert. Wo? Rechts von Duboyo. Stimmt. Ja, das sind wir. Nein. Sollen wir nach Martin rein? Das ist nördlich von dem, wo wir eigentlich hin wollten. Also nördlich von Molotowsk. No, meinst du, bis dahin schaffen wir das? Also das sind. Übertreib's nicht. 2,8. Das ist im Prinzip nicht weit, aber ich weiß es nicht. Aber also Duboyo ist so gefährlich, oder? Auf dem Berg irgendwie, also irgendwie. Okay, nein, wir machen's. Ist egal, wir gehen nach Duboyo. Aber wenn der Motor ausgeht? Ja, Duboyo, 900 Meter, Alex. Was? Duboyo, war da jetzt irgendwas? Nee, da war ja. Also doch, eine Tankstelle, aber da konnte er ja nichts machen, weil er kann die Jerrycans nicht aufhören, nur Fahrzeuge. Was total logisch und realistisch ist, wie wir alle wissen. Aber wie willst du den Heli so nah an die Zapfsäulen bringen? Ja, landen. Das wird zu schaffen? Na, ich muss es versuchen, oder? Muss doch klappen. Und wenn nicht, dann. Also, ihr steigt am besten ein Stück vorher, obwohl ihr könnt nicht vorher aussteigen, weil dafür. Ich kann nicht zweimal landen, dafür habe ich nichts Benzin. Wir müssen das in einem Aufwasch machen, Leute. Auftanken und sofort wieder abhauen und. Also, am besten wäre halt eine Tankstelle, die so in alle Richtungen ein Stück frei ist, vielleicht irgendwo auf einer Landstraße. Aber wie sollen wir das jetzt. Das schaffen wir doch auf die Distanz jetzt nicht, oder? Ich meine, ich kann jetzt auch nach Sabina rein, aber das ist doch total. Das ist doch Selbstmord. Also, ich sehe keine Tankstelle in der Nähe irgendwo an der Landstraße. Ja, eben, also Duboyo. Duboyo ist doch am Ortsausgang, Alex. Du warst doch da. Kann ich da irgendwo in der Nähe landen? In der Nähe von den Zapfsäulen? Hier sind allgemein keine Tankstellen an irgendwelchen Landstraßen. Die sind immer in irgendwelchen Städten. Naja, gut, aber am Ortsausgang reicht mir ja. Okay, tank ja, alle drei rein, bitte. Oh, Junge. Alter, Vater. Aber ich glaube, du brauchst 50 Jerrycans, um das komplett zu füllen, ne? 50. Weil wie du dieses Ding bewegst, dieses MG da an der Seite, was voll in deinem Kopf. Ja, ohne sich zu bewegen, ne? Komm schon. Hast du schon was reingefüllt? Bei mir ist nichts, ne? Ne, bei mir auch nicht. Einer ist doch. Drin. Oh, Mensch. Ja, doch so ich sehe es blinkt. Warte. Alle unter dran. So voll war es eben auch schon mal. Deswegen, ich weiß nicht, wie voll das wirklich ist. Das ist sofort Alter, wieder weg. Alter, die Hälfte von dem, was wir jetzt reinfüllen, ist schon wieder. Alter, der Strich wird schon kleiner, oder? Alter, wieso? Der brummt. Nee, halt. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Über uns. Propellerflugzeug. Lol, ich dachte, unser Dings, unser was Motor. Ich glaube nicht. Na, wie denn? Das schaffe ich nicht. Was okay, ist das? Ich hab mal gefüllt. Die haben aber keine Geschütze, oder? Keine Ahnung. Okay, Alex, schnell, das dritte auch noch rein. Flott. Der kommt zurück. Ans MG. Einer muss an die andere. Ans andere MG drüben. Ich geh's, okay. Ich snipe. Okay. Der hat uns gesehen, er hat uns auf jeden Fall gesehen. Aber wir können nichts gegen den machen, komm, scheiß mal auf den bitte. Der kann auch nichts machen. Alex, wir starten jetzt, ja? Warte. Alex, hast du die dritte rein? Ey, der Strich wird schon wieder kleiner. Hat der Tank ein Leck? Na, dann müsste es aber dastehen, oder? Ich weiß es nicht. Ein Lag? Alex, komm jetzt rein, bitte. Die Jerrycans sind immer noch voll. Boah, Alex, der Strich ist schon wieder fast leer. So das. Mach jetzt, komm rein. Wir können nicht starten. Stopp. Ich steck aus. Mach jetzt, flott. Ganz flott. Fahrt ihr, ich lauf dahin. Ich muss es versuchen. Wir haben keine andere Chance. Vielleicht sterben wir, aber ich muss es versuchen. Alter, der Tank ist leer. Er ist einfach leer. Oh, scheiße. Das schafft ihr. Ich stürz ab. Wir müssen's. Tank ist leer. Scheiße. Können wir sanfte landen? Wie denn? Ich hab kein Benzin. Lol. Alter, schnell, du musst meinen Knochen. Ich bin tot. Ich bin auch bewusstlos. Scheiße. Ey, das ist doch scheiße. Wieso läuft denn der Tank aus? Warum läuft denn bitte der Tank aus? Alter, wie die sich freuen. Scheiße, ich kann das überleben. Lol. Landen die jetzt? Scheiße! Also das ist richtig asozial, jetzt mal ohne Witz. Warum läuft der Tank aus? Das ist so unrealistisch. Ja, das ist wirklich, der ist kleiner geworden, ich hab's ja auch gesehen. Wenn die Instrumente kaputt sind, das kann doch nicht sein.
spawnen wir nochmal, oder? In my plane. Ey, wer sieht denn das hier alles? Warum schreiben hier so viele Chat, dass die... Alter, lol. Okay, ich überlebe das aber. Ey, aber guck mal. Wir haben den Motor gestartet. Und das war's. Ich bin in Kruschewitsch. Alter, euer scheiß Flugzeug, ey, jetzt haut ab hier. Scheiße, wir sind hier landet. Knall die doch mal ab. Ja, du kannst meine Sniper bewusstlos nehmen. Ich kann mich ja nicht mehr umgucken. Ach so, du bist bewusstlos. Deswegen, ich hier war ein Zaun, ich konnte nicht weiter. Ich habe bloß geguckt, wie er abgestürzt sei, pam, und dann bin ich umgefallen. Aber ich bin nicht so stark. Wollen wir überhaupt noch, oder? Weil irgendwie ist gerade bei mir die Motivation ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ich will nur gucken, ob die gelandet sind. Ja, okay. Und dann will ich den richtig schön in den Arsch treten. Ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme. Und vielleicht machen wir gleich noch eine Runde. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin. Ja. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.